Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mein 22 für 2022 Bücherlese-Challenge-Video für euch. Eine sehr komische Beschreibung. Ich denke mal, ihr kennt dieses Format. Ich habe es letztes Jahr ja auch schon gemacht mit 21 Bücher, die ich im Jahr 2021 lesen möchte. Und jetzt gibt es das Ganze eben mit 22 Büchern für das Jahr 2022. Ich finde, das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, nochmal so durch die Regale zu gehen und zu gucken, welche Bücher hat man vielleicht schon etwas länger in der Sammlung. Welche Bücher müssen jetzt langsam endlich mal vom Sub runter? Und in Form dieser Challenge kann man sich dann eigentlich immer ganz gut motivieren, da doch etwas dran zu arbeiten. Denn ich habe jetzt auch wieder teilweise Bücher mit raufgenommen, wo ich nicht unbedingt so doll Lust drauf habe. Aber ich weiß, okay, vielleicht um die Challenge zu schaffen, ist das nochmal so ein kleiner Motivationsschub. Es sind aber auch Bücher mit dabei, die ich einfach wirklich, wirklich dringend lesen möchte und mir denke, okay, wenn die auf dieser Liste drauf sind für diese Challenge, dann musst du sie ja endlich mal mit einplanen, denn das sind Bücher, wo ich wirklich Lust drauf habe, die aber oftmals einfach irgendwie hinten runterfallen, weil es dann doch Monate gibt, wo zu viele neue Bücher einziehen oder wo zu viele Rezensionsexemplare ankommen, dass ich einfach dafür keine Zeit habe und dann verschiebt sich das immer mehr nach hinten und deswegen habe ich die jetzt teilweise auch mit reingenommen. Also es ist eine ganz gute, bunte Mischung, würde ich sagen. Und ich fange direkt mit dem ersten Buch an, was dieses schöne Buch hier ist. Was ist da gerade rausgefallen? Lesezeichen. Das ist immer super, wenn ich irgendwelche Lesezeichen dann einfach mit reinstecke und die dann rausfallen. Naja, egal. Also es ist das Buch. Es kommt noch mehr raus. Was soll denn das? Ich habe hier gefühlt ein halbes Dutzend Karten dran. Ich glaube aber, die gehören auch irgendwie alle mit dazu. Ich hatte nämlich meine Box dazu bestellt. Also das Buch war in einer Chest of Hearts Box drin. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich da alles einfach nur reingestopft. So, jetzt nochmal ohne hoffentlich Pannen. Es ist das Buch Between Your Words von Emma Scott. Und falls meine beste Freundin dieses Video hier zufällig schaut, dann fühl dich jetzt bitte angesprochen. Wir müssen dieses Buch endlich lesen. Ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir es gemeinsam lesen. Und irgendwie hat es aber einfach nie gepasst. Und ich hatte ihr das ganz fest versprochen, dass wir es gemeinsam lesen. Und ich wollte es eigentlich auch sehr zeitnah zum Erscheinungstermin dann schon lesen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ging irgendwie so ein bisschen, also 2021 ging so ein bisschen drunter und drüber, dass wir es dann einfach nie geschafft haben. Und ja, also falls du es siehst, 2022 werden wir dieses Buch gemeinsam lesen. Da führt kein Weg dran vorbei, denn sonst verliere ich diese Challenge und das möchte ich nicht. Also, ja, Emma Scott ist eine meiner liebsten New Adult Autorinnen, definitiv. Das ist auch somit eine der ersten, die ich entdeckt hatte. Die erste war, glaube ich, Mona Karsten mit ihrer Save Me, Save You, Save Us Reihe. Und dann kam eigentlich auch schon Emma Scott mit der All-In-Dilogie und ich habe mich einfach sehr in ihren Schreibstil verliebt und ihre Art, Geschichten zu schreiben, die oft sehr emotional sind. Und ich finde, bei ihr schwingt einfach immer so ein Schmerz in den Wörtern mit. Man fühlt das direkt und man hat immer so dieses, sie weiß einfach, wovon sie schreibt, weil sie vielleicht auch schon mal irgendwas Schlimmes erlebt hat. Und ich finde, das merkt man einfach irgendwie bei ihr. Auf jeden Fall geht es hier um folgendes Thema. Ich habe das Buch ja auch schon öfter vorgestellt, aber für diejenigen vielleicht, die noch nichts davon gehört haben oder neu auf dem Kanal sind, lese ich einfach gerne mal den Klappentext vor. Es geht um Thea, die leidet unter einer dramatischen Form der Amnesie. Sie hat 5 Minuten, bevor ihr Kurzzeitgedächtnis wieder gelöscht wird. Für alle außer Jim Whelan ist sie ein hoffnungsloser Fall. Allein Jim erkennt, dass ihre seltsamen Kunstwerke aus Wortketten ein Hilferuf sind. Trotz aller Widrigkeiten entsteht zwischen ihm und Thea eine tiefe Verbindung. Als sich eine neue, riskante Behandlungsmöglichkeit auftut, könnte dies eine Chance für ihre scheinbar unmögliche Liebe sein oder aber ihr Ende bedeuten. Und ja, ich bin auf jeden Fall super, super, super gespannt auf dieses Buch. Und wie gesagt, weil ich wirklich dringend möchte, dass ich es im Jahr 2022 lese, habe ich es einfach mit auf die Liste raufgenommen. Dann habe ich ein Fantasy-Buch mit auf die Liste raufgenommen, was schon sehr lange in meinem Besitz ist und irgendwie ich nie gelesen habe. Ich hatte es sogar schon mal eine Zeit lang an meinen Freund ausgeliehen, der es ganz interessant fand und lesen wollte, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Und irgendwie hat er es dann aber auch nicht gelesen. Aber ich habe das schon eine ganze Weile in meinem Regal und irgendwie habe ich einfach nie so den Drang gespürt, es wirklich jetzt unbedingt anfangen zu wollen. Also ich hatte mal eine Zeit lang den Drang, das war die Zeit, wo er das zu Hause hatte und
ja, ich es quasi nicht verfügbar hatte. Da hatte ich irgendwie voll Lust drauf. Aber da wollte er es ja lesen, was er im Übrigen auch nicht getan hat. Jetzt wohnen wir wieder zusammen und haben quasi ein gemeinsames Bücherregal. Jetzt habe ich es also wieder zurück und jetzt hatte ich den Drang wieder nicht. Aber ich mag ja die Autorin sehr. Das ist ja auch die gleiche Autorin, die Vicious geschrieben hat und Vier Farben der Magie und Ellie LaRue. Und deswegen ja, möchte ich gerne dieses Buch eigentlich kennenlernen. Und die Idee fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, ich lese auch hier gerne mal den Klappentext vor. Es geht nämlich um die Metropole Verity City, in der herrscht ein erbitterter Kampf ums Überleben, denn jede neue Gewalttat der Menschen bringt leibhaftige Monster hervor, welche nachts den Bewohnern der Stadt auflauern. In dieser düsteren Welt treffen die Kinder der beiden verfeindeten Herrscher aufeinander. Kate, die den Drang hat, sich endlich gegenüber ihrem Vater zu beweisen, und August, der jeden Tag damit ringt, seine wahre Identität zu verbergen. Denn August ist ein Sunai, eine extrem seltene und sehr gefährliche Art von Monster. Als Kate eines Tages an einen Hinterhalt gerät, müssen die beiden gemeinsam fliehen. Doch wem kannst du noch trauen, wenn die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt? Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich lese mal noch vor, was hier hinten drauf steht, denn das fand ich auch immer sehr, sehr spannend oder ja, einfach ansprechend. Sunai, Sunai, schwarze Augen, ihr Lied wird dir die Seele rauben. In Verity City kennt diese Liedzeilen jedes Kind, denn nachts gehört die Stadt den Monstern. Und bist du abends bei Anbruch der Dunkelheit nicht rechtzeitig daheim, so kann dich keiner mehr retten. Doch Kate Harker und August Flynn haben keine Angst vor den Kreaturen der Nacht. Denn manchmal sind es die Menschen, vor denen du dich viel mehr fürchten musst. Also ich finde, das klingt extrem gut und ich glaube, die Zeit für dieses Buch ist jetzt endlich gekommen im Jahr 2022. Dann kommen wir jetzt zu dem ersten Buch, wo ich mir wirklich einen innerlichen Schubs geben muss, denn ich habe wirklich ganz ehrlich gesagt gar keine Lust darauf, es zu lesen. Ich möchte es aber auch nicht einfach aussortieren, ohne ihm eine Chance gegeben zu haben. Und ich weiß vor allem auch, dass es das als Hörbuch gibt und ich denke mal, dass ich es dann vielleicht einfach als Hörbuch hören werde und im Zweifel dann aussortiere. Ich rede von Tami Fischer, A Whisper of... Wie oft wird mir das in diesem Video noch passieren? Ihr könnt ja mal Wetten abschließen. Ich rede von Tami Fischer, A Whisper of Stars, der erste Band, Erwacht. Von Tami Fischer habe ich ja jetzt schon die, die Fletcher University Reihe gelesen. Zumindest so wie der aktuelle Stand ist. Ein Band fehlt ja noch, ein Band wird ja noch rauskommen. Das war so ein bisschen mal flop, mal okay. Also es war auch mal ein gutes Buch dabei. Also Band 2 hatte mir ganz gut gefallen und Band 4 war das, glaube ich, der letzte, genau, der hat mir auch gut gefallen, aber Band 1 und Band 3 waren zum Beispiel totale Flops für mich, also das war so ein bisschen auf und ab und ich habe leider zu viele negative Rezensionen auf Instagram zu diesem Buch gesehen, deswegen bin ich da so ein bisschen abgeschreckt und weiß nicht, ob es mich dann wirklich so begeistern könnte. Es ist jetzt auch kein super, super dünnes Buch, es kommt mir irgendwie sehr dick vor, es geht, es hat 470 Seiten oder sowas in dem Dreh, also es geht, aber ich bin durch die ganzen Rezensionen einfach ein bisschen abgeschreckt und auch durch die Erfahrung, die ich mit der Fletcher-Reihe gemacht habe. Wie gesagt, das war so ein Hoch und Runter. Also mal war ein Buch gut, dann war wieder eins schlecht. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich was für mich ist. Es lag zwar jetzt nicht an Tamis Schreibstil, es war jetzt nicht irgendwie ein komischer Satzbau oder sowas. Also das hat schon gepasst, aber ich weiß halt nicht, ob dann ihre Fantasy-Bücher was für mich sind. Aber deswegen habe ich das Buch jetzt, wie gesagt, auf diese Liste gepackt. Ich lese euch mal vor, worum es hier geht. Liv wünscht sich nichts sehnlicher, als ihrem Leben auf Hawaii zu entfliehen. Weder sie noch ihr bester Freund Finn glauben an die Legenden über mythische Götter und Ahnengeister, die man sich an den rauen, schwarzen Küsten seit Anbeginn erzählt. Doch als am Tag des Sternenfestes nicht nur ein Fremder auf der Insel auftaucht, sondern plötzlich uralte Kräfte zum Leben erwachen, beginnt für Liv und Finn ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, ich muss mal schauen. Ich habe es in signierter Form. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Punkt. Ich mag ja signierte Bücher sehr. Und will es dann auch ungern weggeben, aber im Zweifel würde ich es halt auch machen, wenn es mir dann nicht gefällt. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird mir sehr, sehr helfen, dass ich weiß, dass es ein Hörbuch dazu gibt. Und vorhin rausgepurzelt sind diese Charakterkarten dazu. Sowas mag ich eigentlich auch immer noch ganz gerne, wenn dann noch so ein paar Bilder mit dabei sind, dass man wenigstens auch mal, ja, sich das etwas besser vorstellen kann. Ich nehme es einfach ganz
positiv gestimmt mit drauf und werde ja schauen, ob ich es dann schaffe oder nicht. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass zumindest die Bücher, die ich jetzt unter der Prämisse raufgenommen habe, sie endlich vom Sub zu befreien und mich so ein bisschen dazu zu nötigen, dass, falls ich das nicht schaffe, dass ich die Bücher dann Ende des Jahres aussortiere. Weil ganz ehrlich, wenn ich es mit der Challenge nicht schaffe, dann werde ich es ohne Challenge wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil ich dann einfach wirklich gar keine Lust auf das Buch habe und das muss mir dann auch nicht weiter Platz im Regal wegnehmen. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel so ein Kandidat ist, wo ich wirklich im Laufe des Jahres trotz der Challenge mich nicht motivieren kann, dann fliegt es wirklich aus der Sammlung. Dann ein Buch, zu dem ich mich einfach bisher nicht motivieren konnte, weil oftmals einfach die Zeit gefehlt hat, wo ich aber eigentlich doch schon Lust drauf habe, es zu lesen. Es ist das Buch Moonlight Touch von Jennifer Alice Jager und es ist der erste Band Chroniken der Dämmerung und es hat ein ziemlich interessantes Thema, wie ich finde. Das hatte ich übrigens mal als Mengeexemplar gekauft. Und es geht um Folgendes. Als She-Ra festgenommen und in den Palast der Hochalben gebracht wird, fürchtet sie um ihr Leben. Denn sie ist nicht nur eine gesuchte Diebin, sondern auch eine Nachtalbe, ein geächtetes Wesen der Dunkelheit. Ihre Festnahme hat allerdings einen anderen Grund. She-Ra soll an einem Wettstreit um den Königsthron teilnehmen. Wenn sie das tödliche Spiel überleben will, darf sie niemandem vertrauen. Weder ihren adligen Konkurrentinnen noch dem jungen Kommandanten der Armee. Doch She-Ra wird schon bald einem weitaus gefährlicheren Feind gegenüberstehen. Dem Kronprinzen des Menschenreichs. Es klingt auf jeden Fall sehr gut und wie gesagt, es war leider immer bisher der Fall, dass andere Bücher mir wichtiger waren, deswegen mache ich das jetzt mit dieser Liste zur Priorität für mich. Ein weiteres New Adult Buch, was es auf meiner Liste geschafft hat und ich gerne nächstes Jahr vom Sub befreien möchte, ist von Brittany C. Sherry, Wenn Donner und Licht sich berühren. Über das Buch habe ich auch schon sehr, sehr viel Positives gehört. Auch wenn Brittany C. Sherry mich bisher nicht so komplett vom Hocker gehauen hat. Also ich habe ja bisher bloß ein Buch von ihr gelesen. Wie die Ruhe vor dem Sturm. Das ist bisher das einzige Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und das war gut, aber es war nicht übermäßig gut für mich. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt auf dieses hier. Sich in Jasmine Green zu verlieben, fühlt sich an wie ein warmer Sommerregen. Leicht und unbeschreiblich schön. Aber als wir uns Jahre später wieder gegenüberstehen, ist von dem Sommerregen nichts mehr übrig. Stattdessen sehe ich in ihren Augen einen tosenden Sturm. Wie lange tobt er dort schon? Wie lange hat er sich schon in ihrer Seele zusammengebraut? Ihr Herz ist für immer gebrochen und ich hasse mich dafür, dass ich es jetzt erst bemerke, wo es vielleicht schon zu spät ist. Es klingt auf jeden Fall sehr emotional und ja, Brittany C. Sherry ist noch so eine Autorin, wo ich mich noch so ein bisschen rantasten muss. Ich weiß, dass es von ganz, ganz vielen die Lieblingsautorin ist, was New Adult angeht. Für mich ist es Emma Scott, aber ich möchte ihr trotzdem eine Chance geben, sich ranzutasten. Da ich es ja anders offenbar nicht schaffe, diese Reihe endlich weiterzulesen, habe ich mir jetzt Legendary von Stephanie Garber mit auf die Liste gepackt. Das Buch, also den ersten Band Caravel, hatte ich schon gelesen. Das war im September 2020, also über ein Jahr her. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich höchstwahrscheinlich Band 1 auch nochmal dann entweder lesen werde oder wahrscheinlich sogar als Hörbuch hören werde, weil ich mich einfach an vieles dann nicht mehr erinnere. Also ich habe den groben Plot noch im Kopf, aber ich glaube, das ist so eine Reihe, wo auch so die Feinheiten ein bisschen wichtiger sind. Deswegen möchte ich das Buch dann einfach nochmal als Hörbuch hören. Den ersten Band gibt es ja auch als Hörbuch, die anderen Bände leider nicht mehr, was ich immer ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt, und auch sehr schade. Ja, aber Legendary habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen und dann dementsprechend natürlich auch den dritten Band. Und dann möchte ich auch gerne Once Upon a Broken Heart von ihr lesen, wenn das durch ist, weil das hat ja so ein bisschen was miteinander zu tun. Aber ich gucke jetzt mal schnell nach dem Klappentext vom ersten Band, dass ich euch den mal kurz vorlesen kann. Scarlett und ihre Schwester Tella leben auf der kleinen Insel Trista. Ihr Vater, der Governor der Insel, ist ein grausamer und gewalttätiger Mann. Daher wünschen sich die beiden nichts sehnlicher, als ihre Heimat zu entfliehen. Das seltsame und sagenumwobene Spiel Caravel, das einmal im Jahr stattfindet, erscheint den beiden wie das Tor zu einer neuen Welt. Endlich erhalten sie ihre Einladung und entkommen mit Hilfe des geheimnisvollen Seemanns Julian aus Trista. Doch ehe sie sich versehen, finden sich die zwei Schwestern inmitten von Rätseln und Intrigen wieder. Ist Tellas Kidnapping Teil der Performance von Caravels ominösen Organisator Legend oder wurde sie wirklich entführt? Wer ist Julian wirklich und was steht am Ende tatsächlich auf dem Spiel? Nichts ist mehr so, wie es scheint. Daran erinnere ich mich halt auch noch sehr gut, dass das halt wirklich so ein Buch war, was so ein bisschen mit der Wirklichkeit spielt. Also man hinterfragt einfach alles. Jeder, den man da kennenlernt, jeder Charakter, jeder Person, alles muss man irgendwie so permanent hinterfragen und man weiß nicht, ist das jetzt echt? Ist die angebotene Hilfe echt oder steckt noch irgendwas anderes dahinter? Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Und deswegen freue ich mich auch sehr, hoffentlich endlich die Reihe weiterzulesen.
Auf Schattentanz freue ich mich auch sehr. Das ist ja Band 1 der Tiermagier-Reihe. Und das Buch habe ich schon so oft Lust gehabt zu lesen einfach, aber es ist irgendwie dann nicht dazu gekommen. Lange Zeit hatte ich es auch nicht. Ich hatte es dann dieses Jahr zum Geburtstag nachträglich geschenkt bekommen und seitdem aber auch leider nicht geschafft. Ich weiß aber, dass es mir gut gefallen wird. Also ich gehe ganz stark davon aus. Zumindest da ich sehr, sehr viele positive Meinungen dazu gehört habe und auch von Leuten, wo wir wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Buchgeschmack haben. Es hat auch so leichte Fantastic Beast Vibes, also das, was in der Harry Potter Welt auch mitspielt, mit Newt Scamander. Deswegen freue ich mich da erst recht drauf, weil die fand ich eigentlich auch immer sehr cool, die Filme. Und ich lese euch auch hier gerne den Klappentext mal vor. Lena ist eine Tiermagierin. Mit ihren Kräften kann sie eine einzigartige tiefe Verbindung zu magischen Wesen herstellen. Doch der Prozess birgt Gefahren. Ist das Tierwesen zu mächtig, endet er meist mit dem Tod des Tiermagiers. Nock ist ein Assassine. Seine Welt sind die Schatten. Liebe darf er sich nicht erlauben, ebenso wenig wie Gnade. Denn hat er erst einmal einen Auftrag angenommen, zwingt ihn die dunkle Magie seiner Gilde, ihn auszuführen oder selbst zu sterben. Lena und Nock, Magierin und Mörder. Er soll sie töten. Sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Es ist undenkbar, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Unmöglich und doch geschieht genau das. Es ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechendes Buch und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Highlight vielleicht sogar wird. Also so klingt es für mich irgendwie. Das nächste Buch steht auch schon unfassbar lange auf meinem Sub und es ist Das Uhrwerk der Unsterblichen von Alexander Kopeinski. Ich kann gar nicht sagen, wann ich das Buch mal gekauft habe. Ich habe es auf jeden Fall sogar auch signiert bekommen. Damals gab es, glaube ich, so eine Aktion vom Drachenbund Verlag und ich hatte dann auch zugeschlagen. Das Buch kam 2018 raus und es könnte sogar sein, dass ich es auch damals direkt gekauft habe. Also ja, liegt es dann dementsprechend auch schon fast 4 Jahre. Also 2022 sind es dann halt 4 Jahre irgendwann auf meinem Sub und ich möchte jetzt endlich davon befreien. Und ich fand das Thema auch sehr interessant, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Aber irgendwie hat mich dann zwischendurch doch mal die Lust verlassen, es zu lesen. Oh, ich sehe gerade, hier sind auch Bilder mit drin sogar. Das ist schon mal nicht schlecht. Das motiviert mich dann doch immer noch mal mehr, weil ich das mal ganz cool finde, wenn zwischendurch auch so Bilder sind. Auch hier lese ich euch mal kurz den Klappentext vor. Der letzte Sekundenschlag deiner Taschenuhr markiert den Zeitpunkt, ab dem du unsterblich bist. Averys Alterungsprozess wurde für immer eingefroren, als seine Uhr wie bei allen Unsterblichen aufgehört hat zu ticken. Heute führt er ein zurückgezogenes Leben in Paris, fern des Übernatürlichen. Einzig die stillstehenden Zeiger erinnern ihn daran, dass er magische Kräfte besitzt. Als die menschliche Julia seine Identität aufdeckt und kurz darauf ein unerklärlicher Mord die Menschenwelt in Aufruhr versetzt, schließt er sich notgedrungen mit ihr zusammen, um den Täter zu finden. Doch trotz seiner Kräfte birgt die Suche nach dem Mörder unüberwindbare Gefahren, die die magischen Gesetze einzureißen drohen. Ich glaube, das Pariser Setting wird mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube, ich muss mir da einfach nur mal einen Tritt in den Hintern für geben, das Buch endlich anzufangen und deswegen habe ich es jetzt auch auf die Liste geschrieben. Dann habe ich eine komplette Trilogie auf meinem Sub, die ich auch gerne im Jahr 2022 davon befreien möchte und habe deswegen mal den ersten Band mit auf meine Liste geschrieben. Es ist von Anna Petzold, When We Dream, und ich bin eigentlich ziemlich hyped auf diese Reihe, denn ich habe schon sehr, sehr viel Positives darüber gehört. Ein bisschen Angst habe ich auch davor, weil wir ja 3 Bände lang die gleichen oder das gleiche Pärchen begleiten und ich damit in letzter Zeit nicht so gute Erfahrungen mehr gemacht habe. Aber ich möchte dem trotzdem gerne eine Chance geben. Und letztendlich habe ich auch alle 3 Bände schon hier, also kann ich auch alle 3 direkt hintereinander weglesen. Es geht um die 90-jährige Ella. Ja. Es geht um die 19-jährige Ella. Die lebt seit dem Tod ihrer Eltern bei ihrer älteren Schwester in Chicago. Die Stadt ist ihr zu groß, zu laut, zu voll und am liebsten würde sich Ella mit ihren Büchern und ihrem Zeichenblock in ihr Zimmer zurückziehen und die Außenwelt, so oft es geht, vergessen. Doch dann lernt sie Jae Yong kennen. Dass er ein Mitglied der bekanntesten K-Pop-Gruppe der Welt ist, weiß sie nicht. Was sie weiß, ist, dass der junge Mann mit den tiefbraunen Augen ihre Welt von einem Moment auf den anderen aus den Angeln hebt. Ich muss ja sagen, dass ich zu diesem ganzen K-Pop jetzt nicht so einen tiefen Bezug habe. Also, oh, hier ist ein Lesezeichen, da haben sie sich gerade. Ich habe durchaus auch schon K-Pop gehört, definitiv. Ich denke mal, BTS ist viel ein Begriff. Das habe ich zum Beispiel mal gehört. Die haben ein paar ganz coole Lieder, aber ich bin da nicht so in diesem Hype drin wie viele. Deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das Thema meins ist. Aber ich möchte es definitiv rausfinden und deswegen gebe ich der Reihe dann gerne mal eine Chance.
Dann möchte ich eines der ältesten Bücher meines Subs befreien und es wird dieses Buch hier sein, Seelenhüter von Laura Whitcomb. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr so offiziell im Handel zu kaufen. Also bei Thalia könnt ihr das gar nicht mehr online bestellen. Ich habe es bei Amazon gefunden, da gibt es das halt gebraucht zu kaufen. Oder ansonsten schaut gerne mal bei Gebrauchtbücherportalen, sowas wie Medimops oder Rebuy. Da gibt es das bestimmt auch. Nur falls ihr euch wundert, falls ich in der Infobox jetzt keinen Link dazu finde, ich verlinke euch ja immer alle Bücher. Ja, das ist einfach schon ein bisschen zu alt dafür. Aber ich habe es halt im Regal und ich hatte damals von der Autorin Silberlicht gelesen und das fand ich so, so toll, dass ich mir das dann auch geholt hatte, als ich gesehen habe, dass es noch eins gibt und möchte das jetzt auch endlich mal lesen. Und ich glaube, Silberlicht möchte ich auch noch mal rereaden, einfach nur um zu gucken, ob es mir immer noch so gut gefällt wie damals, als ich es mal gelesen habe. Das ist jetzt ja auch schon über 10 Jahre her. Ja. Beim Anblick ihres rotgoldenen Haares, das ihr Gesicht wie ein Heiligenschein umrahmte, durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Die Frau berührte Cole das Herz. So vertraut wirkte sie, obwohl er wusste, dass er ihr nie zuvor begegnet war. Calder ist ein Seelenhüter, der den Menschen seit über 300 Jahren die Tür in das Leben nach dem Tod öffnet. Doch als er eines Tages das Zimmer eines kranken Jungen betritt, geschieht etwas Unerwartetes. Er verliebt sich auf den ersten Blick in die am Bett wartende, bildschöne Alexandra. Calder ist überzeugt, sie ist seine Seelenverwandte. Er bringt es nicht übers Herz, der jungen Frau weh zu tun und schenkt dem Kind das Leben. Von nun an kann Calder die Schönheit Alexandras nicht mehr vergessen. Um sie wiederzusehen, muss er die uralten Gesetze der Seelenhüter brechen, mit fatalen Folgen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und es wird definitiv Zeit, eines der ältesten Bücher meines Subs zu befreien. Das nächste Buch hatte ich mir zwar erst im Jahr 2021 gekauft, also prinzipiell ist es noch gar nicht so lange in meiner Sammlung oder auf meinem Sub, aber ich habe es jetzt schon mehrfach auf meiner Leseliste gehabt und einfach nie geschafft zu lesen tatsächlich. Beziehungsweise ich hatte es euch sogar schon zweimal angeboten in einem Sub-Voting, also wo ihr entscheiden konntet, welches Buch ich jetzt nächstes lesen muss, aber es hat leider nie gewonnen. Deswegen nehme ich es jetzt mit auf die Liste fürs nächste Jahr und es ist Flaming Clouds. Und es geht hier um ein Thema, was ich bisher so noch gar nicht hatte, nämlich um eine Flugbegleiterin und einen Piloten. Die Flugbegleiterin Olivia, heißt sie, hatte nie vor, sich zu verlieben. Schon gar nicht in den attraktiven, grüblerischen Nicholas St. James. Der frisch ausgebildete Pilot scheint genauso arrogant zu sein wie seine Kollegen im Cockpit. Doch je näher sich die beiden kommen, desto deutlicher kann Olivia sehen, was für ein Mensch Nick wirklich ist. Ein verlorener Künstler, der seinen größten Traum aufgeben musste. Mit jedem Blick aus seinen faszinierenden Augen bringt er ihre Gefühle aufs Neue durcheinander. Und Olivia muss sich fragen, ob sie ihr Herz wirklich in seine Künstlerhände legen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt, denn ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass es einen sehr, sehr schönen Schreibstil hat, sehr, sehr poetisch. Und bei manchen habe ich das auch schon negativ angemerkt gelesen, dass sie halt finden, dass der Schreibstil nicht ihrs ist. Aber da kann ich mir, wie gesagt, komplett gut vorstellen, dass das was für mich ist, denn ich mag sehr poetische Schreibweisen und ich mag das auch, wenn es manchmal ein bisschen drüber ist, dass von mir aus das. Ich mag das wirklich sehr, wenn der Schreibstil schön ist. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es mir auch gefällt. Dann habe ich auch ein spannenderes Buch mit auf die Liste raufgenommen. Ich habe ja in diesem Jahr von Stephen King die Bill Hodges Trilogie gelesen und dort gab es ja neben dem Hauptprotagonisten Bill Hodges, dem ehemaligen Polizisten, auch noch zwei Nebencharaktere, unter anderem Holly. Und Holly wird in diesem Buch auch einen Auftritt haben, soweit ich das gehört habe. Es ist der Outsider von Stephen King und da ich Holly sehr, sehr cool fand und sehr, sehr gerne mochte, habe ich mir gedacht, dann muss ich das jetzt auch auf die Liste mit draufnehmen. Außerdem mag ich Stephen King immer sehr, sehr gerne als Hörbuch zu hören und das ist auch ein relativ dickes Buch, da habe ich bestimmt ein bisschen Hörbuchspaß mit dabei. Und hier geht es um Folgendes. Im Stadtpark von Flint City wird die geschändete Leiche eines 11-jährigen Jungen gefunden. Augenzeugenberichte und Tatortspuren deuten unmissverständlich auf einen unbescholtenen Bürger, Terry Maitland. Ein allseits beliebter Englischlehrer und zudem Coach der Jugendbaseballmannschaft, verheiratet zwei kleine Töchter. Detective Ralph Anderson, dessen Sohn von Maitland trainiert wurde, ordnet eine sofortige Festnahme an, die in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der Verdächtige kann zwar ein Alibi vorweisen, aber Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach der Obduktion über eindeutige DNA-Beweise für das Verbrechen. Ein wasserdichter Fall also? Bei den andauernden Ermittlungen kommen weitere schreckliche Einzelheiten zutage, aber auch immer mehr Ungereimtheiten. Hat der sympathische Coach wirklich zwei Gesichter und ist zu solch unmenschlichen Schandtaten fähig? Wie erklärt es sich, dass er an zwei Orten gleichzeitig war? Mit der wahren, schrecklichen Antwort rechnet schließlich niemand. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die Bücher von Stephen King haben ja oftmals auch ja, übernatürliche, paranormale, wie auch immer,
so einen Touch in diese Richtung. Also zum Beispiel bei dem Buch S ging es ja auch nicht komplett um die reale Welt, sondern ja, mit Pennywise, dem Clown und so weiter, hatte das ja auch ein bisschen was Übernatürliches oder Paranormales. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das hier vielleicht auch so in diese Richtung geht. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Wie gesagt, das Hörbuch werde ich mir definitiv dazu dann anhören. Das ist ja meist immer, also ich glaube eigentlich alle Hörbücher von ihm sind vertont von David Nathan, den ich sehr, sehr angenehm finde als Sprecher. Und deswegen freue ich mich hier sehr und ich hoffe, das ist wirklich das Buch, falls ich mir das jetzt nicht falsch gemerkt habe, wo Holly einen Auftritt hat. Holly Gibney hieß sie, glaube ich, oder? Den Nachnamen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber sie hieß auf jeden Fall Holly. Dann geht es weiter mit Mara Wolf und Rückkehr der Engel. Auch diese Trilogie, das ist ja die Angelus-Saga, habe ich auf meinem Sub, also alle drei Bücher. Und die würde ich eigentlich ganz gerne auch im Jahr jetzt anfangen zu lesen. Ich war ja von Mara Wolfs Büchern bisher eigentlich immer sehr begeistert. Also zum Beispiel habe ich ja von ihr die Hexenschwestern-Saga gelesen. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch jetzt schon auf das Buch Zepter aus Licht. Das hatte ich mir jetzt auch schon geholt. Und wie gesagt, dieses Buch würde ich halt auch sehr, sehr gerne lesen. Der Klappentext ist hier, glaube ich, nicht ganz so aussagekräftig, aber ich lese jetzt einfach trotzdem mal vor, was hier steht. Eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Eine Zeit, in der Legenden Wirklichkeit sind. Ein Geheimnis, das nie offenbart werden darf. Im Venedig der Zukunft, besetzt von den Erzengeln und deren himmlischen Heerscharen, führt Moon einen schier aussichtslosen Kampf, um ihre Geschwister zu beschützen. Ganz auf sich allein gestellt darf sie niemandem vertrauen, schon gar keinem Engel. Ich bin der Meinung, hier gab es auch noch irgend so eine Erläuterung bezüglich der verschiedenen Engel, was jetzt da die Unterschiede sind. Aber das finde ich jetzt nicht, ich weiß es nicht. Weitere Bücher. Doch, hier, genau. Die himmlische Ordnung der Engel. Also es gibt da noch Unterschiede. Zum Beispiel die Seraphim. Dann gibt es noch die Erzengel, die ganz normalen Engel, Fürstentümer und so weiter. Also erster Rang Engel, zweiter Rang Engel, dritter Rang Engel. Kann man sich ja schon vorstellen, dass das so ein bisschen in der Hierarchie da auch geben wird. Und hier ist sogar noch eine Darstellung mit dabei. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass mir die Reihe auch gut gefallen wird dann. Weiter geht's mit einem Buch, über das ich auch schon verschiedene Sachen gehört habe. Also manch einer mochte es, manch einer nicht. Dann ist es immer am besten, sich eine eigene Meinung zu bilden. Es ist das Buch Splitter. Das hatte ich mal in einem Adventskalender drin. Ich glaube, der Adventskalender 2020 von der Chest of Phantoms Box. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wo steht jetzt hier der Klappentext? Kann ich den hier irgendwo sehen? Veras ist die Prinzessin des ewigen Frühlings und die schönste im ganzen Reich. Doch als solche trägt sie eine schwere Last. Sie allein soll ihr Volk vor dem Prinzen des Winters schützen, der mit eisigen Splittern die Herzen der Menschen vergiftet. Der Preis ist aber hoch. Als Auserwählte muss sie in den Palast der Winterfey, aus dem keines der geopferten Mädchen je zurückgekehrt ist. Dort trifft sie auf den grausamen Prinzen. Und trotz der unendlichen Kälte, die er ausstrahlt, fragt sie sich, ob tief in seinem Innern nicht doch ein warmes Herz schlägt. Also so ein bisschen Enemies to Lovers mäßig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und werde dann berichten, wenn ich es schaffe, es von dem Sub zu befreien. Dann habe ich mir vorgenommen, endlich die Obsidian-Reihe anzufangen von Jennifer L. Armentrout. Das ist ja auch ein Menge-Exemplar, was mal bei mir eingezogen ist als Taschenbuch. Ich glaube, es ist auch relativ schwierig, die Hardcover-Bücher davon noch zu finden. Und deswegen hatte ich mir wahrscheinlich gedacht, ach komm, dann nehme ich es mir gleich als Taschenbuch, ehe ich jetzt hier anfange, wieder rumzusuchen. Und Jennifer L. Armentrout ist ja auch so ein bisschen. Sie kann schon gute Geschichten schreiben, aber bisher habe ich auch so ein bisschen mal positiv, mal negative Erfahrungen gemacht. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie ich diese Bücher hier finden werde und ich hoffe, dass sie mir gefallen und dass sie mir nicht ein bisschen zu teeniehaft sind. Es geht hier um jedenfalls als Katie, die vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss und sie ist darüber alles andere als begeistert. In dem kleinen Nest kommt sie anfangs nicht mal ins Internet, was für die leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Sie beschließt, bei ihrem Nachbarn zu klingeln und so lernt sie den atemberaubend gut aussehenden, aber unfassbar unfreundlichen Damon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau dieser Junge, dem sie von nun an aus dem Weg zu gehen versucht, ihrem Schicksal eine ganz andere Wendung geben wird. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf und ich hoffe wirklich, dass es mir gefällt und dass ich dann nicht einfach mittlerweile schon zu alt bin und dass wir irgendwie hier naive und nervige Protagonisten haben und toxische Beziehungen. Ich weiß nicht. Also ich bin auf jeden Fall, ich lasse mich überraschen. Ein Buch, das ich definitiv von meinem Sub befreien werde im Jahr 2022, komme, was da wolle. Dieses Buch hat absolute Priorität. Es ist
How the King of Eltham Learned to Hate Stories von Holly Black. Das ist ja so eine Zusatzgeschichte, in der es um Carlin geht, den wir aus Elfenkrone kennen. Also es ist quasi eine Vorgeschichte. Und ich habe mir auch vorgenommen, in diesem Sinne nochmal die komplette Elfenkrone-Reihe nochmal zu rereaden, weil ich die einfach sehr, sehr, sehr geliebt habe und ich vermisse die Reihe einfach ein bisschen. Also irgendwie vermisse ich einfach dieses Feeling und ich glaube, ich werde alle drei Bücher einfach nochmal rereaden und dann im Anschluss werde ich dann das hier noch zusätzlich lesen. Ich möchte es auch auf Englisch lesen. Ich habe es auch auf Deutsch da, aber ich möchte es, glaube ich, lieber auf Englisch lesen. Dann, das ist hier die Waterstones-Ausgabe, die ich mal mir geholt hatte. Und da sind auch ganz, ganz viele so Bilder drin. Wie gesagt, das gibt es halt auch auf Deutsch. Aber ich möchte es halt gerne in Originalsprache eigentlich lesen. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und dieses Buch hat, wie gesagt, absolute Priorität. Ich glaube, viel brauche ich jetzt dazu nicht erzählen. Es ist einfach eine Vorgeschichte und das wird jetzt wahrscheinlich nicht den weltbewegenden Inhalt haben, aber für Leute wie mich, die halt Fans von der Trilogie sind, ja, für die ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Dann möchte ich endlich Kingdom of the Wicked lesen, was ja nächstes Jahr auch auf Deutsch erscheint. Und ich hatte mir eigentlich auch fest vorgenommen, es vorher zu lesen. Aber ich glaube, das kann man schlecht erkennen, denn ich habe das Buch... nicht das Buch selber, sondern den Umschlag habe ich hier mit so einer Folie eingewickelt, einfach um das ein bisschen mehr zu schützen, denn ich nehme ja oft wirklich Bücher aus dem Regal raus und meine ganzen Special Editions möchte ich einfach ein bisschen mehr geschützt haben. Deswegen habe ich die mal eingewickelt in so eine Buchfolie halt einfach. Aber es spiegelt leider ein bisschen. Ich glaube, wenn ich es... Ja, so müsste es gehen. Also das Buch kommt nächstes Jahr bereits auf Deutsch raus und ich wollte es eigentlich vorher gerne lesen. Ich plane es für den Januar. Ich gucke mal, ob es wirklich klappt. Und ich würde sagen, hier lese ich euch dann einfach mal den Klappentext vor. Den muss ich mal schnell raussuchen. Zwei Schwestern, ein grausamer Mord, ein Racheplan, der die Hölle selbst entfesseln wird. Und eine verführerische Liebesgeschichte. Als die junge Hexe Emilia ihrer Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Wrath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, von denen sie von klein auf an gewarnt wurde. Wrath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen, doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich Enemies to Lovers vom Feinsten und ich bin super hyped drauf und deswegen habe ich das Buch ganz, ganz fest auf meiner Leseliste geschrieben, denn dieses Buch wollte ich bereits im April lesen, also April 2021 und irgendwie hat es dann immer weiter nach hinten verschoben und dann ist es immer ganz von der Liste geflogen und ja, wartet jetzt dringend darauf, vom Sub befreit zu werden. Dann haben wir noch von Bianca Iosivoni, Der letzte erste Kuss, das ist der erste Band einer, ich glaube, vierteiligen Reihe. Und das Buch hatte ich sogar mal geschenkt bekommen von meiner besten Freundin. Das müsste jetzt auch schon wieder 2 Jahre her sein. Das war auf jeden Fall, glaube ich, auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hatte ich es mal geschenkt bekommen. Und es geht hier um Emery Lace. Das Einzige, was Emery Lace sich wünscht, als sie ihr Studium in West Virginia beginnt, ist ein Neuanfang. Sie möchte studieren und zwar ohne das Gerede, das Getusche und die verurteilenden Blicke der Leute zu Hause. Dafür nimmt sie sogar in Kauf, dass sie mit dem nervigsten Kerl aller Zeiten in einer WG landet. Doch es kommt schlimmer. Dessen bester Freund Dylan Westbrook bringt ihr Herz mit einem einzigen Blick zum Rasen. Dabei gehört er zu der Sorte Mann, von der Emery sich unbedingt fernhalten wollte. Zu gut aussehend, zu nett, zu lustig. Und eine große Gefahr für ihr ohnehin schon zerbrechliches Herz. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Cover ist jetzt nicht super ansprechend. Der Klappentext geht auch so, aber von den Büchern hatte ich schon mal eine Weile, also es ist schon eine Weile her, wo ich mir das halt damals dann gewünscht habe, hatte ich schon mal gehört, dass die extrem toll sein sollen und deswegen hatte ich es mir dann auch gewünscht. Und bin ja sehr gespannt und möchte jetzt endlich mal Band 1 lesen, um dann zu gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Da habe ich tatsächlich nämlich die Folgebände noch nicht da. Die Stille meiner Worte ist auch ein Buch, das schon seit Ewigkeiten auf meinem Sub liegt und ihr mir schon mehrfach jetzt empfohlen habt. Das haben mir auch ganz, ganz viele unter einem Video vor kurzem kommentiert, dass das Buch toll sein soll und dass ich es endlich lesen soll. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mit auf die Liste raufgenommen. Es geht um Hannah. Deren Worte sind verstummt in der Nacht, als ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Hannah ist in der Stille ihrer Worte gefangen, bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist.
Es klingt auf jeden Fall schön und ich hatte es damals tatsächlich in der Buchhandlung mitgenommen. Also es hat mich komplett angesprochen durch das wunderschöne Cover, was ich auch heute immer noch wunderschön finde. Also tatsächlich ist das eines der schönsten Cover für mich persönlich aus meinem Bücherregal. Ich weiß, ich habe unendlich viele Cover, die auch Special Editions sind und so weiter. Und es sind wirklich ganz, ganz viele schöne. Aber das Cover hat mich damals wirklich sofort angesprochen, als ich es gesehen hatte. Und ja, ich hoffe, dass mich der Inhalt jetzt auch ansprechen wird. Und ich hoffe es einfach, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen werde. Ich kann das nicht aussortieren, es ist einfach zu schön. The Raven Boys ist eine Reihe, die ich vor etlichen Jahren schon mal angefangen hatte zu lesen. Zumindest Band 1 habe ich angefangen. Ich bin heute nicht mehr sicher, ob ich es komplett gelesen hatte oder ob ich es abgebrochen hatte. Das weiß ich halt einfach nicht mehr. Ich kann mich auch nur noch ganz, ganz dunkel an ein paar Sachen erinnern, aber nicht mehr an vieles. Und möchte die Reihe jetzt aber unbedingt auch lesen und unbedingt herausfinden, was davon Hype daran ist. Also ich weiß, dass viele die Reihe mögen, deswegen möchte ich jetzt einfach für mich selber auch herausfinden, ob sie wirklich so toll ist. Und quasi die anderen Bände auch endlich von meinem Sub befreien, denn die habe ich ja auch alle vier schon zu Hause. Die Reihe gibt es ja auch schon bereits etliche Jahre auf Deutsch. Mittlerweile gibt es sie jetzt als Taschenbücher im Knauer Verlag. Die wurden nämlich neu aufgelegt und haben jetzt die gleichen Cover wie im Englischen gehabt. Es ist auch so, dass es dazu einen Schuber gab oder gibt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es den noch gibt. Da hieß es, der wird nur einmal hergestellt und wenn der ausverkauft ist, ist der halt weg. Aber ab Frühjahr 2022 wird es die Bücher dann auch einzeln geben. Also alle einzelnen Taschenbücher kann man dann auch kaufen. Und hier lese ich euch mal kurz den Klappentext vor von Thalia, also von der deutschen Ausgabe. Jedes Jahr steht Blue Sargent neben ihrer hellseherisch begabten Mutter, während die Geister derer vorbeiziehen, die im kommenden Jahr sterben werden. Blue selbst sieht sie nie bis zu diesem Jahr, als ein Junge aus der Dunkelheit auftaucht und sie anspricht. Sein Name ist Gansey und Blue findet bald heraus, dass er ein Ravenboy ist. Ein reicher Schüler von Allenby, der örtlichen Privatschule. Eigentlich hält Blue sich von Allenby fern, denn Ravenboys bedeuten nichts als Ärger. Und Gansey ist nicht allein. Gemeinsam mit Adam, dem Stipendiaten, der sich über die Privilegien um ihn herum ärgert, Ronan, dessen Emotionen von Wut bis Verzweiflung reichen, und Noah, dem schweigsamen Beobachter, der vieles bemerkt, aber wenig sagt, ist er auf einer geheimen Queste. Solange sie sich erinnern kann, wurde Blue gewarnt, dass sie den Tod ihrer wahren Liebe herbeiführen wird. Sie dachte nie, dass sie sich verlieben würde. Aber jetzt, als sie in die geheimnisvolle Welt der Ravenboys gerät, ist sie nicht mehr so sicher. Ist sie sich nicht mehr so sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Reihe und ich hoffe, dass sie mir auch gut gefallen wird. Was perfekt war von Colleen Hoover, möchte ich auch gerne noch lesen. Das ist auch ein Buch, was bisher einfach zeitlich nicht reingepasst hat. Ich weiß, auch das habe ich noch nicht ganz so lange. Das hatte ich mir erst im August gekauft, als ich mit den anderen Buchbloggern mich in Berlin getroffen hatte und wir shoppen waren gemeinsam. Aber es hat mich einfach schon so lange interessiert und ich habe es schon so lange auf der Wunschliste vorher gehabt, dass ich das Gefühl habe, das liegt schon 5 Jahre auf meinem Sub. Aber ich möchte zurzeit, wie gesagt, dringend lesen. Es geht hier nämlich mal um ein sehr, sehr interessantes Thema. Es geht hier nämlich eigentlich darum, nicht um dieses wunderschöne Kennenlerngefühl, was wir ja ständig in irgendwelchen Liebesromanen haben, sondern es geht hier um eine Ehe, die schon länger besteht, soweit ich das in Erinnerung habe, aber wo es halt Probleme, Alltagsprobleme gibt und Probleme, die vielleicht drohen, die Beziehung kaputt zu machen. Und das finde ich einfach auch mal ein sehr interessantes Thema, denn ja, ich lese eigentlich 90%, 95%, 99%, wie auch immer, eigentlich immer Liebesromane oder New Adult Romane, in denen es darum geht, wie sich zwei Leute kennenlernen und da ja, verschiedenen Umständen. Mal ist es ein bisschen einfacher, mal ist es schwieriger, mal kommunizieren sie viel, mal nicht. Und ja, ist aber immer dieses frische Verliebtsein-Gefühl. Und ja, der Alltag sieht aber oftmals dann anders aus und darüber erfahren wir ja aber einfach als Leser nichts mehr. Deswegen fand ich das hier so interessant. Quinn und Graham lernen sich unter ganz und gar unglücklichen Umständen kennen und verlieben sich ineinander. Kaum ein Jahr später heiraten sie. Happy ever after. 8 Jahre später. Jemanden zu lieben heißt nicht unbedingt mit ihm glücklich zu sein. Das erkennt und erleidet Quinn Tag für Tag. Denn obwohl sie und Graham sich weiterhin innigst lieben, gibt es ein Problem, das ihre Beziehung zu zerfressen droht. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf und hoffe, dass mich das Buch von Colleen Hoover begeistert. Und das letzte Buch auf meiner Liste für das Jahr 2022 ist dieses dicke Buch. Es sind die Illuminae-Akten, das ist jetzt hier die englische Ausgabe, aber auf Deutsch sehen die Cover ja genau gleich aus, von Amy Kaufmann und Jay Kristoff. Das ist ja auch das Autorenduo, was die Bücher zu Aurora geschrieben hat, also Aurora erwacht. Und Band 2 wird ja auch 2022 auf Deutsch rauskommen und Band 3 auch schon.
Ja, das ist auch eine Reihe, die schon eine Weile auf meinem Sub ist, auch schon vollständig. Also Band 2 und Band 3 habe ich auch. Band 2 seht ihr hier im Hintergrund und Band 3 könnt ihr hier sehen. Die hatte ich mir damals auf Englisch gekauft, weil es lange Zeit nicht sicher war, ob Band 3 auf Deutsch übersetzt wird. Jetzt wird Band 3 auf Deutsch übersetzt, aber es ist mir jetzt egal. Ich lese es trotzdem auf Englisch. Jetzt habe ich es halt schon da. Und ich hatte auch richtig zu tun, damals an den zweiten Band ranzukommen, weil man den irgendwie nirgends mehr gefunden hat. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Buch, was so ein bisschen im Sci-Fi-Genre spielt. Ich lese auch hier mal den Klappentext natürlich vor. Heute Morgen noch dachte Katie, das Schlimmste, was ihr bevorsteht, ist die Trennung von ihrem Freund Ezra. Am Nachmittag dann wird ihr Planet angegriffen. Katie und Ezra verlieren sich bei der Flucht und gelangen auf unterschiedliche Raumschiffe. Doch die Fliehenden werden immer noch von dem feindlichen Kampfschiff verfolgt und damit nicht genug. Ein Virus, freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen, mutiert mit grauenhaften Folgen. Und dann ist da noch Aiden, die künstliche Intelligenz der Flotte, die von Raumtemperatur über Antrieb bis Nuklearwaffen alles an Bord steuert. Leider nur ist Aiden bei dem Angriff außer Kontrolle geraten und übernimmt nun das Kommando. Was hier so interessant ist an dem Buch, das steht jetzt auch nochmal hier in dem Text von Thalia, aber das kann ich auch so kurz wiedergeben, ist, dass wir das nicht als Textform haben, sondern wir lesen das komplette Buch in Form von irgendwelchen E-Mails oder irgendwelchen Berichten von Überwachungskameras oder irgendwelchen anderen Berichten. Also es ist alles so in so einer Berichtform hier festgehalten. Wie gesagt, kein normaler Fließtext oder keine Gespräche oder sonstiges, sondern das sind alles hier irgendwelche Berichte. Und das, glaube ich, macht es auch ganz interessant zu lesen. Hier ist zum Beispiel ein Interview mit abgedruckt. Was ist das jetzt hier? Ach, das ist das Gleiche. Hier ist wieder ein Interview. Ja, E-Mail. Also ich finde das super interessant, das so zu lesen und bin gespannt, ob das auch wirklich dann was für mich ist. Dann sind wir jetzt mit der Liste für meine 22 Bücher schon durch, die ich mir vorgenommen habe, im Jahr 2022 zu lesen. Jetzt habe ich mittlerweile schon irgendwelche Sprachprobleme, egal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch irgendwelche Leseziele fürs neue Jahr gesetzt habt. Die 22 für 2022 Challenge wird vermutlich nicht meine einzige Challenge bleiben, die ich mir selber setze, aber ich werde zumindest nicht nochmal so eine Alphabet-Challenge mit aufnehmen. Die andere Challenge, die ich mir noch setzen werde, wird dann wahrscheinlich eher auf bestimmte Genres abzielen oder auf bestimmte Themen, dass ich mir zum Beispiel sage, ich möchte pro Monat ein LGBTQ-Buch lesen oder ich möchte pro Monat mindestens ein englisches Buch lesen. Also so, dass ich zumindest noch ein bisschen selber die Gestaltung auch übernehmen kann. Denn ich habe schon festgestellt, zu viele Bücher mich zu zwingen zu lesen, das funktioniert nicht ganz so gut. Aber mit den 22 für 22 sollte ich eigentlich kein Problem haben. Hoffe ich zumindest. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es klappt. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Leseziele noch mitteilen in den Kommentaren. Das würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr euch Leselisten macht oder ob ihr überhaupt nichts plant oder ob ihr auch eher sagt, naja, bestimmte Genres möchte ich einfach öfter lesen, aber jetzt keine konkreten Bücher oder Titel oder Autoren. Das würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hoffe ich sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann!